Heutiges Thema. Was machen wir heute? Mit solchen Dingen wollen wir uns heute auseinandersetzen. Mit binären Bäumen oder mit Baumstrukturen im Allgemeinen. Haben wir schon ein paar Mal gesehen, ist uns schon mal untergekommen, habe ich jetzt endlich mehr oder weniger schon verwendet. Dann sagen wir da mal ein bisschen was zu. Zunächst so ein paar Begrifflichkeiten. Ja, Bäume, das sind im Prinzip verallgemeinerte Listenstrukturen, also bestehen aus Knoten, das sind diese runden Dinger. Ich spreche von Eltern- und Kindknoten, weil es da eine hierarchische Beziehung gibt. Ja, das ist sozusagen Elternknoten von diesen beiden nachfolgenden Knoten. Also das Ding wird immer von oben nach unten gelesen. Man nennt den obersten Knoten, der keine Vorgänger hat, nennt man auch Wurzelknoten. Und wie gesagt, dann gibt es halt so eine hierarchische Beziehung. Es kann zwei Nachfolger geben, es kann aber auch mehrere Nachfolger geben. In der Regel werden wir uns gleich damit beschäftigen, mit dem Fall, dass es maximal immer zwei Nachfolger geben kann, aber in der Allgemeinheit kann man so einen Baum auch so definieren, dass es halt mehr als zwei, wie hier zu sehen, halt auch drei Nachfolger gibt. Wenn ich so einen Baum durchlaufe, also wenn ich das Ganze in so einem Programm ablege, habe ich in der Regel einen Zeiger hier oben drauf. Ja, und wenn ich dann auf ein Element zugreifen möchte, ja, beispielsweise auf das hier, dann muss ich da erstmal durchlaufen. Ja, das mache ich, indem ich oben einsteige, ja, und dann mich sozusagen darunter hangle. Wir werden gleich eine bestimmte Ordnungsstruktur auf dem Baum festlegen, sodass auch immer klar ist, ob ich hier beispielsweise nach rechts oder nach links verzweigen muss. Eine Folge von Knoten eines Baumes nennen wir Pfad. Ja, manchmal sage ich auch, nee, Knoten, ich nehme immer die Knoten. Genau, also beispielsweise ein Pfad von diesem Knoten zu dem Knoten läuft halt hier diese Kanten lang, jeweils über die Knoten und kommt dann im Prinzip hier an. Was es bei Bäumen nicht gibt, das sehen wir später nochmal. Es gibt sozusagen auf einer Ebene, gibt es keine Verbindung zwischen den Knoten, die hier sozusagen auf einer Ebene, auf einer Schicht liegen. Ja, um dahin zu kommen, müsste ich sozusagen wieder zurückgehen, hier oben hoch, wobei das häufig gar nicht möglich ist, je nachdem, wie man das im Speicher ablegt. Wenn ich beispielsweise wieder zurückgehen will, muss ich auch sozusagen den Zeiger wieder auf den Vorgänger haben. Das habe ich aber nicht immer. Ja, häufig habe ich einfach nur sozusagen eine Struktur sozusagen eines Knotens, der zwei Zeiger hat, die auf die beiden Nachfolger verweisen. Und wenn ich dann da erstmal bin, ja, dann kann ich nicht ohne weiteres wieder zurück, wie das halt genauso bei Listen auch der Fall ist. Genau, ich spreche dann von Vorgängern und Nachfolgern. Ja, also das beispielsweise, wenn ich jetzt hier so einen Pfad betrachte, nehmen wir mal den Pfad jetzt hier von, dann nehmen wir mal etwas längeren, ich nehme mal den Pfad, ich laufe hier runter und hier runter beispielsweise. Ja, wenn ich dann jetzt diesen Pfad nehme, ist dieser Knoten Nachfolger von, Vorgänger, ein Vorgänger von diesem Knoten und auf dem Pfad von hier oben nach hier unten runter wäre dieser Knoten ein Nachfolger von dem Knoten. Ja, die Knoten ohne Nachfolger, also diese hier, die hier, aber auch der hier, nennen wir Blätter. Ja, also das sind hier die Blätter, die ich jetzt hier sozusagen einkringle. Das sind die Blätter. Und alle anderen Knoten sind innere Knoten oder interne Knoten, ja, also die sozusagen auf jeden Fall noch ausgehende Kanten haben. Wir sprechen von der Ordnung eines Baumes. Das gucken wir uns einfach an. Was ist die maximale Anzahl von Nachfolgern eines Knotens? Das wäre in diesem Fall drei, habe ich gehört. Warum drei? Weil ich hier drei Nachfolger habe. Ja? Der hat zwar ansonsten überall nur zwei oder ein, aber sozusagen die maximale Anzahl ist einmal die drei. Und das ist dann die Ordnung des Baumes. So, jetzt verallgemeinern wir das, definieren wir das. Ich nenne jetzt Bäume der Ordnung D, ja, oder D-Ähre Bäume, D jetzt für irgendeinen ganzzahligen Wert. Die definieren wir rekursiv wie folgt. Der aus einem einzelnen Knoten bestehende Baum ist ein Baum der Ordnung D. Ja, der hat noch keine Nachfolger. Und jetzt kommt sozusagen die Rekursion.
wenn ich D beliebige Bäume der Ordnung D habe, ja, so erhalte ich einen weiteren Baum der Ordnung D, in dem ich sozusagen einen neuen Wurzelknoten nehme, ja, dieser Knoten W hier. Der kriegt jetzt D-Nachfolger, ja, und zwar einmal den Knoten T1, Knoten T2 bis zum Knoten TD. Ja, und das sind wiederum die Wurzeln von diesen DR-Teilbäumen. Ja. Das ist irgendwie eine rekursive Definition von so einem Baum der Ordnung D. Und im Praktikum, da hatten wir ja auch dieses Rekursionsprinzip. Ja, ich kann mich zumindest an ein oder zwei Gruppen erinnern, die da irgendwie noch mit am Kämpfen waren. Ja, sozusagen Rekursion, das ist ein wichtiges Prinzip, gerade bei dieser Datenstruktur. Ja, werden wir gleich sehen, werden wir uns angucken, werden gleich Operationen auf diesen Bäumen uns anschauen. Die lassen sich relativ leicht rekursiv implementieren. Also, Baum der Ordnung D, so definiert. Ja, Datenstruktur kann man so machen, dass ich sage, okay, ich habe hier irgendwelche Daten drin, ja, ob das jetzt irgendwelche Integerwerte sind, was auch immer. Ja, und das hier sind sozusagen die Zeiger auf die Nachfolger. Ja, entweder mache ich es hier so statisch oder ich lege das hier in Form von so einem Array an, ja, dass ich sozusagen als Element meiner Typvereinbarung dieses Knotens hier sage, okay, da haben wir ein paar Daten drin. Das können auch mehrere sein, ja, Integerwert, irgendwelche Zeichenketten, was auch immer. Und ich habe halt ein Feld von Zeigern auf meine Nachfolger. Ja. Dann haben wir noch, das hatte ich eben als Ordnung genannt, auch das kriegt einen bestimmten Namen, und zwar die Anzahl der Nachfolger eines Knotens. Ja, das bezeichnen wir mit Grad. Ja, gucke ich mir einfach an. Ja, der hier hat beispielsweise Grad 2, der hat Grad 3, der hat Grad 2, 2, der hat Grad 0, 2, 1, 2. Ja, also einfach, ich gucke mir einfach an, wie viele Nachfolger es tatsächlich gibt. Ja, auch in dieser Struktur, die ich da eben hatte, auch das werden wir zulassen. Wenn ich hier so eine Struktur habe, da müssen nicht alle Bäume tatsächlich hier existent sein. Ja, das kann sein, dass ich da mal welche weglasse. Genauso wie wir das hier sehen. Ja, hier habe ich beispielsweise, das wäre ein Baum der Ordnung 3. Ja, aber es gibt eigentlich nur einen einzigen Knoten, der tatsächlich drei Nachfolger hat. Trotzdem wäre das ein Baum der Ordnung 3. Ja, es kann halt auch Knoten geben mit weniger Nachfolgern. Ja, dann brauchen wir noch so Begriffe wie Höhe und Tiefe. Die Höhe eines Baumes ist der maximale Abstand eines Blattes von der Wurzel, genau. Sie kann aufgrund der rekursiven Struktur eines Baumes rekursiv definiert werden, und zwar wie folgt. Wir sagen, die Höhe eines einzelnen Knotens ist 0. Und wenn ich jetzt beispielsweise hier so einen Baum habe, ja, dann gucke ich mir, ja, das ist ja hier diese rekursive Definition von so einem DR-Baum, dann nehme ich die maximale Höhe eines der darunter hängenden Teilbäume, ja, HT1 bis HTD, also wir gucken uns diese Höhen an, ja, davon nehmen wir sozusagen den größten Wert. Und dann packen wir noch einen oben drauf, das ist genau für diese Kante hier. Ja, also für den Weg von W zu, wenn jetzt beispielsweise T2 der Baum ist mit der maximalen Höhe, ja, dann wäre die Höhe dieses Baumes sozusagen gekennzeichnet hier durch diesen Weg. Und die Tiefe oder Stufe eines Knotens ist sein Abstand zur Wurzel. Also das ist jetzt sozusagen Höhe, gucken wir von oben. Und bei der Tiefe gucken wir von unten, ist sein Abstand zur Wurzel, also die beiden, oder diese Knoten hier von T1 bis TD, die hätten beispielsweise Tiefe 1, weil ich sozusagen genau eine Kante habe, die von W1 zu T1 führt. Und das beides hängt natürlich auch miteinander zusammen. Die Höhe des Baumes entspricht gerade der maximalen Tiefe eines Knotens im Baum. Das sind so ein paar Begriffe, die müssen Sie sich halt irgendwie aneignen, aber sind eigentlich auch relativ naheliegend. Ich selbst vertue mich manchmal mit Höhe und Tiefe immer um einen
Aber mit dieser Definition sozusagen mit dem Knoten hier, ein Knoten hat Höhe 0, ja, ist das eigentlich klar, das vergesse ich manchmal. So, dann sagen wir noch, wir haben einen vollständigen Baum der Ordnung D, wenn alle Blätter dieselbe Tiefe haben. Ja, also hier beispielsweise, das, was wir hier eben hatten, ja, das ist kein vollständiger Baum. Da haben nicht alle, sind nicht alle Blätter auf der gleichen Ebene und es sind auch nicht alle Nachfolger vollständig vorhanden. Ein Baum der Ordnung D heißt vollständig, wenn alle Blätter dieselbe Tiefe haben und alle Knoten mit einer kleineren Tiefe sozusagen den Grad haben, Grad, der der Ordnung des Baumes entspricht. Ja, also sozusagen alle innenliegenden Knoten, das heißt das hier, haben in diesem Fall Grad 2. Ja, also jeder hat sozusagen zwei Nachfolger, der hat zwei Nachfolger, der hat zwei Nachfolger, der hat zwei Nachfolger, der auch. Ja, und alle Blätter sind sozusagen auf derselben Ebene. Ja, und darunter gibt es keinen mehr. Dann nennen wir einen Baum vollständig. Gucken wir uns mal den Baum an. So, tragen wir kurz zusammen. Ordnung. Genau, hier, Ordnung 3 passt. Höhe. Was ist die Höhe dieses Baumes? Höhe 4, genau. Tiefe von Knoten N. 3, genau. Ja, ich habe hier im Prinzip 3 Kanten, die ich langlaufen muss. Tiefe von C. 1, genau. Tiefe von T. 4, genau, da haben wir auch jetzt sozusagen, das ist die maximale Tiefe und das entspricht dann der Höhe. Der Grad von A ist 3, genau. Grad von B 2. Und was sind die Blätter? C, GI, O, M, N und T. Genau, wunderbar. Wie viele Blätter hat ein vollständiger Baum der Ordnung D und Höhe H? Das wollen wir uns mal überlegen, weil das... D hoch H. Warum D hoch H? Also wir haben D, in diesem Fall haben wir D gleich 2, aber ich schreibe einfach mal allgemein hin. Hier haben wir D hoch 0, hatten Sie gesagt, ne, oder? Genau. Mhm. Genau, ja, ist ein Knoten. Wir machen es mal abstrakt, wir lassen es mal bei D. Genau. D hoch 1, genau. Genau, in diesem Fall ist es gleich 2, für D gleich 2. Hier haben wir D hoch. Und hier haben wir dann sozusagen D hoch H. Ne? Genau, so viele Blätter haben wir da. Und wie viele Knoten haben wir insgesamt da drin? Also jetzt nicht nur die Blätter, sondern insgesamt. Summieren wir einfach mal auf. Also allgemein, lassen wir uns mal gerade allgemein hinschreiben. Das wäre, also wir summieren einfach auf die Summe, ja, von I gleich 0 bis H, wenn das die Höhe wäre, und dann summieren wir einfach das auf. Ne? Und was ist das? Genau, 2 mal D hoch H minus 1. Sie hatten es eben schon gesagt, ne? Mhm. Genau, denn das hier, die Anzahl der inneren Knoten, ja, das ist genau D hoch H minus 1. Ne? Genau, was wollen wir noch wissen? Vielleicht können wir das auch noch festhalten. Wenn ich jetzt sage, ich habe einen vollständigen Baum, das haben wir, glaube ich, auch schon mal in unserer Begründung von irgendwelchen Laufzeiten, von Merge-Sort oder sowas verwendet. Vollständiger Baum, Ordnung 3, Ordnung G, D. Mit, wenn wir jetzt eine feste Anzahl von Blättern haben und dann fragen, nach der Höhe. Wie hoch ist der?
Warum Logarithmus von n? Ist richtig. Ich muss einfach das hier umdrehen. Ja, ich habe sozusagen, wenn das n gerade d hoch h ist, ja, dann ist die Höhe, ja, das ist ja sozusagen die Höhe, die hier quasi eingeflossen ist, dann ist das gerade der Logarithmus. Also, das so ein paar Zusammenhänge zwischen Anzahl von Knoten und der Höhe. Ja, in der Regel werden wir es immer mit Bäumen der Ordnung 2 haben, also sprich mit binären Bäumen. Ja, also da, wo jetzt überall ein D steht, steht dann halt eine 2.